Salli und grüezi miteinander. Ihr fragt euch sicher, warum sitze ich so hier? Das Ganze ist ganz einfach. Ich möchte euch mitnehmen in meinen Spa-Moment. Und ich habe schon ein bisschen vorgeschafft, sprich im Badezimmer habe ich schon gebadet und so weiter und so fort, weil mein Badezimmer ist ziemlich klein, hat furchtbare Lichtverhältnis und ja, das wollte ich euch nicht antun. Aber ich zeige euch sehr gerne, mit was ich meinen Spa-Moment gestartet habe. Und zwar habe ich mir Badwasser eingelassen und habe das Badsalz, zwar das reingehauen, Bad Together. Das habe ich gleich mal im Lidl gekauft und schmeckt so mega gut, aber die mich jetzt schon ein bisschen verfolgen wissen, Entschuldigung, ich glaube, ich habe das Badsalz gerade eingeschnauft. Die mich kennen, wissen, ich bin nicht so der Badsalz-Fan, weil oft häufig schmeckt es nicht gigantisch. Also ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich das an meiner Haut noch schmecke. Aber für den Moment spielt das nicht so eine Rolle, weil wenn ich dann in der Badwanne bin, kommen einige Produkte ja noch zum Einsatz. Unter anderem tue ich mein Haar im Moment waschen mit dem Garnier. Das habe ich aus der Pinkbox und... Das habe ich gerade abstehende Ohren. Egal. Das habe ich aus der Pinkbox und ich sage euch, es tut an meinem Haar persönlich mega gut. Und es schmeckt so gut. Ist mit Honig drin. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es nach Honig schmeckt, aber es schmeckt schon fast wie ein Dessert, eine Creme Brûlée oder so. Ist einmal wirklich super. Nachdem ich mein Haar gewaschen habe und abgespielt habe, kommt dann eine Haarmaskeneinsatz, Papaya, und die habe ich auch aus dem Lidl. Und ich sage euch, die schmeckt wie ein Solero. Also ich bin ich, vielleicht habe ich Hunger und darum schmecke ich das Zeug so. Nein, es ist wirklich ganz genial. Oh. Ich habe es heute zum ersten Mal ausprobiert, also kann ich jetzt noch nicht sagen, wie es meinem Haar tut. Schauen wir später, kriegen wir schon noch mit über. Dann habe ich mir auch meinen Winterpelz entfernt und den mache ich mit dem klassischen Venusrasierer. Ich liebe Venus, kannst Klingen ersetzen, hauen gut, verletze mich nicht. Verwünsche eigentlich alle Stellen, wenn ich mir Mühe gebe. Also, ist in der Ordnung für mich. Dann wasche ich mein Gesicht mit zurzeit dem Smoothie von B-Routine und ja, mit weissem Tee-Extrakt und Betain. Ich finde es mega gut. Du musst einfach schauen, dass es wirklich nicht ins Maul oder in die Nasenlöcher kommt, weil es hat ähnlich den Duft wie Teebaumöl und das ist recht dann penetrant und nicht angenehm in den Nasenlöchern oder im Maul. Dann trage ich mir aufs Gesicht auf und tue noch mit meinem lieben Lavera. Also, wie komme ich auf Lavera? Keine Ahnung. Foreo! Einmassieren im Gesicht. Und geniessen das. Nebenbei liege ich in der Badwanne, schaue YouTube-Filme und höre so, was die anderen Kolleginnen alles so erzählen haben. Zum Schluss mache ich dann noch Gesichtspeeling. Zurzeit brauche ich das von Venus. Würde ich mir sicher nicht mehr nachkaufen, aber es ist in der Ordnung, weil ich finde, das Gesicht soll ein bisschen sanft gepeelt werden und nicht zu grob, weil ja, die Haut wird ja beansprucht. Genau. Ja, ich denke, wir machen gerade weiter. Als nächstes mache ich gerade einmal, damit ich mich ein bisschen anlegen kann, werde ich jetzt mal meinen Körper eingremen. Und zwar habe ich hier dafür zur Zeit von Kneipp. Wohlfühlzeit. Mit Macadamia, Sternanis und süßer Orange. Der Duft selber ist in der Ordnung. Er ist nicht so penetrant und das finde ich eigentlich noch schön. Es ist eine sehr reichhaltige Bodylotion, finde ich. Also eben für so nach einem Bad in der Ordnung und im Winter, jedoch im Sommer oder alltäglich, ist sie für meine Haut fast zu fettig. Jo. Das Ganze tue ich mir doch jetzt überall auftragen. Auf den Beinen tue ich mir das auch noch auftragen. Ich
Ich denke, da müsst ihr mich aber jetzt nicht komplett begleiten. Jeder weiss, wie man Körper eingremt. Und wir sehen uns gerade wieder. So, da bin ich wieder. Ein bisschen etwas angezogen, respektive etwas Bequemes. Weil, wenn ich so einen Spa-Moment mache, dann gibt es zwei Gründe. Entweder ich mache einen gemütlichen oben daheim oder ich gehe wirklich noch fort und will mich wegen dem hübsch machen. Heute ist es aber eher, es gibt einen gemütlichen oben daheim. Darum bequeme Kleider, weil ich will ja nicht mehr fort. Als nächstes widme ich mich mal kurz meinen Haaren. Sprich, ich ziehe meinen coolen Turban schnell ab. Da ist jetzt eben die Haarmaske eigentlich drin und es schmeckt immer noch ganz cool. Nach Solero, sensationell. Ich werde mir jetzt, ich habe im Moment mega Probleme mit Knüppeln und spröden Spitzen. Eigentlich sollte ich zum Coiffeur, ich weiss es. Hilf mir im Moment aber nachher mit dem Arganöl von der Isana, das Haaröl. Mit Arganöl und Sonnenblumenöl, ja. Es überzeugt mich leider nicht. Ich durfte schon einmal testen, ausprobieren. Ich sage jetzt mal originales Arganöl. Und das hat super funktioniert, das originale Arganöl. Das hat meine Haare so gut, das hat einen Fleck, das hat aber nicht fettig gemacht. Und das ist so, ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, ich mache nichts. Aber ich bin jemand, der Produkte aufbrauchen tut, als man eine Langzeitwirkung ja hat. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, wem ich das weitergeben könnte. Ich habe in meinem Bekanntenkreis jetzt eigentlich niemals mit so eher trockenem Haar. Und B, sage ich ja, es nützt nichts. Also den Leuten Zeug schenken, die nichts nützt, das kommt für mich nicht in Frage. Weil, ja, hallo. Das ist eigentlich Abfall weitergeben. Nö. Als nächstes wird jetzt gerade mein Haar einfach einen Stock weit ein bisschen bändiger durchstrahlen. Dass sie einfach mal schnell ein bisschen Passform haben, oder wie soll ich das sagen? Ja, irgendwie so. So. Und dann würde ich doch sagen, wie ich es immer mache, ich foto nicht verfälscht, habe ich da so ein super cooles Haarband, das ich nach top gestylt aussehe. Müssen wir mal schauen. Wenn ich einfach mal mein Haar damit auf die Seite tue, so, sagen, top gestylt. Wie man es nimmt. Das Öl lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen einwirken und so weiter und so fort. Der Turban hat sich jetzt erledigt. Ade. Ich muss meine Ohren wieder frei machen, weil ich habe das Gefühl, ich höre es nicht recht sonst. Und jetzt merke ich gerade, dass ich einen Fingernagel eingerupft habe. Geht euch das auch so? Immer dann, wenn ihr das Gefühl habt, ich will meine Nägel pflegen, schön lackieren, fangen sie an zu trocken werden, einreissen und weiss nicht was. Naja, sei es well. Der nächste Schritt, den wir jetzt zusammen machen, wäre, du mein Gesicht nochmal reinigen mit einem so einem Toner von der Migros I Am. Soll auch gegen unreine Haut helfen. Nicht der Mega-Effekt, leider nicht, aber ja. Dann tun wir doch da einfach mal das noch fein abstreifen. Ich gehe nicht mehr gross rubbeln in mein Gesicht, weil ich habe es ja vorher schon gründlich gereinigt an und für sich. Mit dem Routine oder Visite, die ich euch vorher gezeigt habe. Und gepeelt habe ich es auch noch. Also, zu viel muss es nicht sein, finde ich. So. Das war's. Dann habe ich leider noch ganz eine andere verrückte Mode. Ich hasse das, wenn ich Wasser in den Ohren habe. Und ich habe das Gefühl, mit dem Tüchel allein schaffe ich das nicht, das Wasser wegnehmen. Darum kommen jetzt noch die Ohrenstäbe in Einsatz. Ich muss aber auch betonen, ich gehe nicht weit rein. Wirklich nicht. Also, eigentlich ist es fast der gleiche Effekt wie mit einem Tüchli. Aber auch mir ist es wöhler, der Weg. Das war's schon. Jetzt habe ich trockene Ohren. Jetzt fühle ich mich schon wieder ganz viel wöhler. Was machen wir als nächstes? Lass mich studieren. Deo. Genau, weil ich will ja nicht hier wieder anfangen zu stinken.
Wenn ich weiss, ich gehe nicht gross fort, gibt es eigentlich für mich immer zwei Varianten, die ich brauche. Und das ist die Bio-Variante, entweder Deo-Creme oder der Roll-On. Warum muss ich das nur brauchen, wenn ich nicht gross fortgehe? Sie sind wirklich für Bio, oder wie soll ich auch, doch, für Bio-Sachen super cool. Also es hält halt einfach nicht ewig lang her. Dann nehmen wir jetzt von I Am, das habe ich haben wir in der Ferien mal gekauft. Ich weiss gar nicht mehr, ob das dort zumal ein Müller war oder DM. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Die kommt ja so daher, dann nimmst du einen Klecks und ja. Streich mir das unter den Arm. So. Es braucht gar nicht viel, darum habe ich das Gefühl, dass Dösli lebt bei mir schon ewig. Die Hände muss schnell ein bisschen abputzen. Und das war's. Wir können schon wieder einen kleinen Cut, aber das spielt keine Rolle, weil als nächstes hätte ich jetzt gesagt, ich gehe in Richtung Nagelpflege, respektive. Ich habe Glück, ich habe sie erst gerade gefeilt. Das heisst, ich lackiere sie eigentlich oft frisch lackieren mit euch zusammen. Meine Fingernägel und meine Zehennägel. Und Zehennägel mache ich einfach, weil ich bin absolut kein Fußfetischist und möchte meine Füße euch nicht wirklich in die Kamera strecken, wenn ich die lackiere. Bei den Fingernägeln dürft ihr mich gerne begleiten. Darum, ich suche mir jetzt einen Nagellack aus und dann geht es weiter. So, ich habe mich entschieden für den Kiko, weil den habe ich noch nicht ausprobiert, hier in diesem schönen Blau, es hat nicht mal einen Namen leider. Den probieren wir jetzt aus und beachtet gerade das Puff da nicht. Das ist kreatives Chaos, wenn ich es so schön nenne. Und ja, meine Fingernägel, die müssen dann jetzt genau haben, die Mode, dass ich hier immer häutlich nüble. Und in letzter Zeit habe ich recht viel bastelt, geputzt und gemacht und da und darum, ja. Ja. Sieht so aus. Also, machen wir doch da. Oh! Der leicht metallische Effekt. Ich mache doch gerade mal die Hang. Und den könnt ihr sehr gerne schauen. Ich sehe, dass er vielleicht zwei Anstriche braucht. Weil man sonst einfach meine Nagelrillen sieht. Das ist leider etwas, was ich nicht so gerne mache. Zwei Schichten Nagellack drauf. Ich weiss nicht, mir fehlt immer Geduld zum Trocknen, also... Wenn ihr da reinkommt, wie ein Nagellack schneller trocknet, dürft ihr mir das gerne in den Kommentaren hinterlassen. Hoppa. Das war gerade ein bisschen viel. Und das ist der Klassiker, bei mir zumindest. Wenn ich fange an Nägel lackieren, fangen meine Hände an zu zittern. Aber ich glaube, das ist normal. So sieht das Ganze aus. Also, eigentlich schön. Ich überlege mir sogar etwas beim einen Anstrich zu lassen, weil es gibt sicher die Tage wieder eine frische. Das Ganze mache ich an der zweiten Hand natürlich auch noch. Da müssen wir aber nicht zuschauen. Ihr wisst, wie das funktioniert. Und weiter geht es mit einer Gesichtsmaske. Und zwar habe ich mich für die entschieden. Die war im Adventskalender vom Douglas, wenn ich kein Seich erzähle, Anna Jacke. Und das ist Hydro Energy Mask. Also, ich habe ja nicht unbedingt, ich habe Mischhaut und habe eigentlich gerne so Feuchtigkeitsmasken, denn auch wenn ich frei habe, weil falls sie mir zu reichhaltig ist, ist das nicht so tragisch, denn, also wenn ich fettige Haut kriege. Ich mache das gerne mit einem Pinsel, manchmal zwar auch mit den Händen, so ist es nicht. Und das tue ich mir doch jetzt einfach schön gemütlich auftragen. So. Ich habe meine Gesichtsmaske aufgetragen und sie schmeckt mega gut. Also, ich kann euch nicht sagen, nach was sie schmeckt, nach Beauty.
Und sie lässt sich mega schön verteilen. Leider muss ich wirklich sagen, ist in diesem netten Tübli, ich glaube, mehr Luft als sonst etwas drin gewesen. Also 15 ml. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir jetzt hier gerade 15 ml damit aufs Gesicht geklatscht habe. Aber anscheinend habe ich sie gebraucht. In dieser Zeit, wo das jetzt alles schön einwirkt, tue ich hier mal meine Füße eincremen. Das mache ich wirklich täglich, meine Füße eincremen. Und zwischendurch mit Hornhautraffeln etc. Aber auf das habe ich heute keinen Bock, also lassen wir es. Nicht erstaunt sein, ich habe sonst auch Fußcreme, aber zur Zeit, das ist eigentlich aus der Biobox, Gesichtscreme, ist mir aber für mein Gesicht reichhaltig und auch dort kenne ich leider in meinem Bekanntenkreis nicht wirklich die Leute, die sag jetzt mal, trockene Haut haben oder wenige. Und die einzige Person, die ich kenne, die hat letztes Mal schon einiges geerbt. Darum tue ich das abwandeln und mache daraus Fußcreme draus. Schadet sicher nicht. Ist aus der Biobox. Also eben, hat einen wunderschönen Holzdeckel. Also das Package selber ist der Burner. Schmecken tut sie relativ neutral nach Bio. Und wirklich, nein, nicht nach mehr. Meine Füße immer dann sehr reichhaltig eingremen und leg einen Socken nachher an, damit mein Style stimmt. Ich weiss nicht, wie ihr das habt. Ich liebe so Momente und läuft ein bisschen für dich kannst sein, für deinen Körper und geniessen. Und ich bin auch ehrlich, ich mache das am liebsten, wenn ich alleine bin. Dann habe ich meine Ruhe, dann kann ich schauen und machen und tun, wie es mir passt. So. Also im Normalfall läuft das ganze Prozedere halt wirklich nochmal schöner, gemütlicher. Im richtigen Ambiente eher zu oben, mit einer Kerze und Duftlämpchen und ja. Meine Füße eingeremt, excuse me. Das Hosenbein runterziehen. Das wird jetzt einwirken. Etwa noch mal lockere 10 Minuten. Also, es ist jetzt auf der Verpackung nicht drauf gestanden, aber die meisten Gesichtsmasken sind ja 15 bis 20 Minuten. Das heisst, was wir jetzt noch machen könnten, aber, ist meine Lippen peilen. Ich drehe es mal schnell ein bisschen runter. So ein bisschen näher. Meine trockenen Lippen. Und für das habe ich immer noch, ich glaube, das wird in meinem Leben nie fertig kriegen, habe ich, glaube ich, im Aldi gekauft ein Zuckerpeeling für die Lippen, das nach Karamell schmeckt. Also, funktioniert auch super, so ist es nicht. Das tun wir da. Schön verteilen auf den Lippen. Es ist interessant, wenn ich sie so verteile auf der Lippe, dann spüre ich den Zuckeranteil kaum. Verteile ich es aber diesen Weg auf der Lippe, dann spürt man Zuckerpeeling so richtig, wie sie wirken. Das kann ich natürlich jetzt so lange machen, wie es mir drum ist. Ich kann auch noch den Zucker ablecken, wenn ich will. Mache ich aber nicht. Ich putze ihn immer mit einem Kleenex ab. Mein Spiegel vornehmen. Jo. Er funktioniert. Aber ich merke, dass ich in letzter Zeit ein bisschen faul war zu diesem Thema. Generell zum Thema Beauty. Was ich aber bei dem Hudelwetter, was wir jetzt alles hatten, auch völlig okay ist. Weil sie sind immer noch leicht trocken. Darum nehme ich jetzt, das ist vom Bilou, das Lippenöl. Leute, ich kann das wirklich nur empfehlen. Es pflegt, es lässt sich schön auftragen mit dem Roll-on. Es schmeckt fein, aber nicht dominant. Und es zieht so schnell ein. Man hat auch nicht immer das Gefühl, man rutscht auf den Lippen aus. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ah, das tue ich mir doch jetzt noch auf die Lippen. Super!
Auf alle Fälle könnte man eigentlich jetzt schon sagen, das Video ist für heute beendet. Das ist mein kleines Bar-Moment-Erlebnis, wo ich mal das erste Mal probiere, euch zu filmen, wie das so läuft. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Zum Abschluss werde ich jetzt nur noch meine Maske abwaschen und das war's. Auch meine Haare lasse ich dann eigentlich immer von Luft röchnen an so einem Tag, weil ich bin nicht ein Freund von Haarföhnen. Das war's gsi. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, habt's gut und ich sage Ciao!